Im Namen der German Society der London School of Economics möchte ich gerne alle Teilnehmer in unserem heutigen Gespräch begrüßen. Wir freuen uns sehr, dieses Event im Nachklang des German Symposiums ausrichten zu können und hierbei etwas tiefer in die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der Europäischen Union einzusteigen. Ein großer Dank an Professor Dr. Doris König, dass Sie unsere Einladung für heute angenommen haben, und an Professor Dr. Jan Zglinski, welcher das Interview heute führen wird. Frau König ist Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und ist dort seit letztem Jahr Vizepräsidentin und Vorsitzende des Zweiten Senats. Daneben ist sie Professorin an der Bucerius Law School in Hamburg und führt den Lehrstuhl für internationales Recht. Sie studierte, promovierte und habilitierte in Kiel mit einem kurzen Abstecher nach Miami, wo sie einen Master of Comparative Law erwarb. Für das Gespräch des heutigen Abends besonders interessant ist dabei ihre Habilitation mit dem Thema die Übertragung von Hoheitsrechten im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses. Frau König war im Völkerrechtswissenschaftlichen Beirat des Auswärtigen Amtes und ist Mitglied des Ständigen Schiedshofs in Den Haag. Sie hat also wissenschaftliche und praktische Expertise im Völker- und Europarecht. Professor Jan Zglinski ist Assistant Professor an der LSI mit Schwerpunkt im europäischen Verfassungsrecht und dem EU-Binnenmarkt. Auch er lehrte zuvor an der Bucerius Law School. Er forscht in Yale und derzeit am Institute of European and Comparative Law und promovierte zum EU Free Movement Law. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, Clara. Vielen Dank an die German Society für die Organisation dieses schönen Events. Und vor allem vielen Dank an Professor König und herzlich willkommen an der LSI. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und mit Ihnen über Ihren Werdegang und Ihre Arbeit am Bundesverfassungsgericht zu sprechen. Es war ein ereignisreiches Jahr für Karlsruhe und wie es scheint auch ein ereignisreicher Tag. Über all das wollen wir Sie natürlich befragen. Bevor wir starten, ganz kurz zur Erklärung des Formats. Ich werde für etwa eine halbe Stunde mit Professor König sprechen, dann werden wir die Debatte eröffnen, zu der alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich eingeladen sind, beizutragen. Wer während des Gesprächs schon Fragen stellen will, kann das gerne tun. Wir werden sie alle sammeln und dann später auf sie eingehen. Professor König, ein Journalist einer großen deutschen Wochenzeitung hat sich vor kurzem Deutschlands wichtigste Richterin genannt. Hat er damit recht? Ja, wir wissen ja alle, dass Journalisten oft zu Übertreibungen neigen. Also ich persönlich würde mich niemals als Deutschlands wichtigste Richterin bezeichnen. Richtig ist allerdings, dass ich ein wichtiges und sehr verantwortungsvolles Amt bekleide, wie jeder Richter und jede Richterin am Bundesverfassungsgericht. Und natürlich noch einmal mehr jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten bin durch die Vizepräsidentschaft. Sie waren als Juristin schon in den verschiedensten Bereichen tätig, als Richterin am Landgericht, als Professorin, zuletzt als Präsidentin der Bucerius Law School. Da hat man sicherlich ab einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl, schon alles gesehen zu haben. Wie ist das? Bekommt man als Verfassungsrichterin noch einmal einen anderen Blick auf das Recht? Ja, das würde ich schon sagen. Ich würde auch nicht davon sprechen, dass ich jetzt schon alles gesehen hätte. In jedem dieser Bereiche gab es immer wieder neue Herausforderungen und meine Tätigkeit am Landgericht in Hamburg war wieder eine völlig andere als dann die Habilitationszeit, die Zeit als Professorin, die Zeit als Präsidentin der Bucerius Law School. Ja, das hängt oder das ist damit verbunden, dass man sich dann aus der Wissenschaft zurückziehen muss zu einem Teil und doch für sehr viel Repräsentation und Verwaltungsaufgaben auch zur Verfügung stehen muss. Und Richterin am Bundesverfassungsgericht, da hat mir die, wenn auch einigermaßen kurze Zeit von ungefähr 3 Jahren am Landgericht Hamburg insofern ein bisschen geholfen, als ich erstens mal ein Déjà-vu hatte, was Aktengürteltiere angeht. Und zweitens so diese Verfügungstechnik, die man auch hier beherrschen muss,
Und ich bin dann angefangen in einer Kammer, in der wir sehr viel Strafrecht gemacht haben. Insofern auch da war meine Zeit am Landgericht Hamburg, wo ich in einer Jugendstrafkammer längere Zeit war, hilfreich. Man bekommt schon einen anderen Blick noch einmal auf das Recht, denn wir befassen uns jetzt nicht mit einfach rechtlichen Streitigkeiten, aber wir müssen natürlich in das einfache Recht erstmal eindringen, bevor wir es verfassungsrechtlich werten können. Und dann geht es eben wirklich um die Frage, sind insbesondere Bedeutung und Tragweite der Grundrechte bei einfachrechtlichen Entscheidungen hinreichend berücksichtigt worden? Und gerade in meinem Bereich, ich bin also unter anderem und ich möchte fast sagen schwerpunktmäßig für das Strafvollzugsrecht zuständig, ist es wahrscheinlich nicht überraschend, dass hier und da die Fachgerichte einfach auch, weil sie von Beschwerden überhäuft werden, manchmal einen etwas kurzen Prozess machen und wir schauen dann nochmal sehr genau hin, haben die Gerichte hinreichend aufgeklärt, haben sie Bedeutung und Tragweite, insbesondere des Resozialisierungsrechts, im Auge gehabt bei ihren Entscheidungen. Und wir haben gerade in diesem Bereich auch eine ganze Reihe an Stattgaben, weil das eben doch nicht immer der Fall ist in der Praxis. Ja, das ist aufregend. Sie sagen, diese Zeit am Landgericht Hamburg im Nachhinein hat sie Ihnen vielleicht ein bisschen geholfen. Nun ist es so, dass einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis kommen, früher Richterinnen oder Richter waren. Viele kommen aus der Wissenschaft, einige kommen aus der Politik. Glauben Sie, dass der Werdegang einer Verfassungsrichterin im Endeffekt Ihre Entscheidungspraxis beeinflusst? Das glaube ich schon, denn ich meine, das weiß ja jeder von sich selbst. Wir werden ja über bestimmte Stufen in unserem Leben einfach sozialisiert und bekommen einen bestimmten Blickwinkel. Und insofern glaube ich schon, dass das Bundesverfassungsgericht davon lebt, dass wir eben ganz unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Lebenssachverhalte haben. Rechtlich ist das gar nicht so unterschiedlich. Das Recht muss ja dann eben auch ausgelegt und angewendet werden. Aber jeder wird ja durch seine Berufspraxis geprägt. Und ein Beispiel ist, dass die sogenannten Richter, also die Kolleginnen und Kollegen, die von den obersten Bundesgerichten kommen, immer einen sehr scharfen Blick haben auf prozessuale Fragen, auf die Frage, wie wird ein Tenor formuliert zum Beispiel. Da sind die Professoren, Richterinnen und Richter etwas lässlicher, weil wir mit diesen formalen Fragen einfach weniger in Berührung gekommen sind während unserer Laufbahn. Die Richterinnen und Richter, die aus der Wissenschaft kommen, neigen vielleicht manchmal dazu, sehr tief zu graben oder aber in den Beschluss- und Urteilsentwürfen auch hier und da lehrbuchartig auszuholen. Das wird dann von den anderen Kolleginnen und Kollegen gerne zur Streichung vorgeschlagen und dann trifft man sich da irgendwo in der Mitte. Also das ist schon richtig, dass der vorangegangene Werdegang die Sicht auf die Dinge prägt. Und auch die Kollegen aus der Politik möchte ich nicht wegdenken, denn es ist schon auch sehr wichtig, jemanden im Senat zu haben, der einfach mit der politischen Praxis vertraut ist und auch irgendwo weiß, wie Dinge in der Politik ankommen oder wie sie gehandhabt werden, sodass ich denke, unsere Entscheidungen leben auch davon, dass wir eben aus so unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Fragen, die vor uns liegen, schauen. Die großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden deutschlandweit, europaweit, weltweit gelesen, oft in vielen Bereichen gefeiert. Kommt es vor, dass man als Verfassungsrichterin manchmal im Nachhinein eine Entscheidung bereut? Also bereut ist ein zu starkes Wort. Das würde ich nicht sagen, denn die Entscheidungen sind ja wirklich in einem manchmal
quälenden Prozess entstanden, wo wir uns sehr auseinandersetzen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass das gerade in den europarechtlichen Fragen der Fall ist. Aber nicht nur, auch andere Fragen führen dazu, dass wir uns lange und manchmal hart im Senat auseinandersetzen. Also bereuen würde ich nicht sagen, aber natürlich mit einem gewissen zeitlichen Abstand und Entwicklungsschritten, die man bei der Entscheidung noch nicht vorhersehen konnte, hat man hier und da schon einen etwas anderen Blick auf die Entscheidung, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Und denkt sich vielleicht, naja, hier und da hätte man vielleicht das doch etwas anders formuliert oder hätte man den Aspekt noch mit aufgenommen in die Entscheidung. Das kommt schon vor. Aber bereuen in dem Sinne, dass man sagt, Mensch, da hast du jetzt aber völlig falsch gelegen, das ist mir jedenfalls noch nicht passiert. Sie haben vorher kurz vom Wert unterschiedlicher Perspektiven gesprochen. Nun ist letztes Jahr etwas Historisches passiert. Das Bundesverfassungsgericht hat zum ersten Mal mehr Richterinnen als Richter. Und das ist, wenn man sich oberste Gerichte weltweit anschaut, immer noch die absolute Ausnahme. Wie wichtig sind Parität und vielleicht, wenn wir weiterschauen, Diversität für ein Verfassungsgericht? Also ich würde sagen, Parität und auch Diversität sind für das Verfassungsgericht genauso wichtig wie für andere gesellschaftliche Einrichtungen. Ja, da sind wir jetzt keine Ausnahme. Und nun ja, die Geschichte hat schon gezeigt, wie mühsam der Weg zur Parität oder jetzt sogar zur Überparität gewesen ist. Mit der Diversität hapert es ja eigentlich noch ein wenig. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Menschen mit Migrationshintergrund einfach noch nicht das Alter und sozusagen die Stufe erreicht haben, von der aus man zum Verfassungsgericht vorgeschlagen und gewählt wird. Ich bin da zuversichtlich, dass das in den nächsten 10 Jahren sich auch weiterentwickeln wird. Ja, die Parität oder die Geschlechtergleichheit, das ist schon wichtig. Ich glaube aber, dass sich mancher eine falsche Vorstellung darüber macht, wie Frauen und Männer agieren in unseren Beratungen oder Entscheidungen. Also die Frage, wie wir uns entscheiden, wie wir abstimmen, wie wir diskutieren, hängt eigentlich viel weniger vom Geschlecht ab als von anderen Vorprägungen. Ja? Also Beispiel unser Sterbehilfeurteil. Da ist das Geschlecht völlig egal gewesen. Da kommt es vielmehr darauf an, sind Sie ein Mensch, der eher religiös ist oder eher säkular denkt? Sind Sie jemand, der sehr stark für autonome menschliche Entscheidungen sind oder sind Sie jemand, der sagt, also bestimmte Dinge muss der Mensch auch einfach hinnehmen, auch der moderne Mensch, ja, so wie jetzt die Corona-Pandemie. Da können wir ja alle nicht so viel machen. Insofern, das sind dann Dinge, die eine viel größere Rolle in der Diskussion spielen. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass wir jetzt Parität plus eins erreicht haben. Ich möchte auch dazu sagen, das haben wir ganz überwiegend den Vorschlägen derjenigen Parteien zu verdanken, die auch parteiintern Frauenförderung betreiben und Quoten festgesetzt haben, etwa für Landeslisten. Also da ist bei anderen, ich sage jetzt mal vorsichtig, eher konservativeren Parteien durchaus Luft nach oben. Lassen Sie uns über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts reden. Vor gut einem Jahr war das Verfassungsgericht in den Schlagzeilen, als es das PSPP-Programm der Europäischen Zentralbank für Ultravirus erklärte. Das zugehörige Urteil des EuGH, das sich mit dem Programm befasst hatte, wurde gleich mit für Ultravirus erklärt. Diese Möglichkeit, Europarecht für mit dem Grundgesetz unvereinbar zu erklären, bestand zumindest theoretisch seit Jahrzehnten. Das Verfassungsgericht hat aber stets vermieden, von ihr Gebrauch zu machen. Was war dieses Mal anders?
Ja, was war anders? PSPP hat natürlich eine Vorgeschichte in den OMT-Verfahren gehabt, wo ja der zweite Senat zum allerersten Mal dem EuGH Fragen zur Entscheidung, zur Vorabentscheidung vorgelegt hat. Und die Entscheidung, die der EuGH damals dann zurückgegeben hat, die ist ja nicht nur auf Begeisterung gestoßen. Ja. Der zweite Senat ist dem EuGH zwar damals dann gefolgt und hat das durchaus anerkannt, dass der EuGH eine gewisse Verhältnismäßigkeitsprüfung gemacht hat und bestimmte Leitplanken gesetzt hat. Aber diejenigen, die das OMT-Urteil kennen, das dann in der Hauptsache ergangen ist, werden sich sicherlich auch an die Passage erinnern, in der der Senat doch gewisse Kritik geäußert hat daran, dass der EuGH quasi die Zielsetzung der EZB 1:1 ohne irgendwelche weitere Nachprüfung übernommen hat und eben auch im Grunde genommen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die Zähne hat, nicht wirklich vorgenommen hat, sondern der EuGH hat eben auch damals schon eine Evidenzprüfung durchgeführt. Wir haben diese Kritik in unserem Urteil geäußert. Gleichwohl haben wir im OMT-Fall gesagt, also okay, das, was der EuGH dort an Leitplanken eingezogen hat, das genügt uns so. Und deswegen haben wir am Ende ja auch nicht stattgegeben, sondern die Verfassungsbeschwerden für unbegründet erklärt. Dann kam PSPP und PSPP hatte natürlich im Unterschied zu OMT jetzt auch eine Geschichte, wurde über die Zeit kontinuierlich ausgeweitet und die Probleme, die wir schon bei OMT hatten mit der Ultravirus-Frage, die potenzierte sich bei PSPP eigentlich nochmal. Dann haben wir wieder nachgefragt und auch diesmal kam aus unserer Sicht jetzt wieder eine Evidenzprüfung, wo gesagt wurde, die EZB sagt, das braucht sie, um die Inflationsrate anzuheben auf nahe bei, aber kurz unter 2%. Und deswegen sind das geldpolitische Maßnahmen. Und die haben eben immer Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik. Das betrachten wir nicht weiter. Und das war so ein Punkt, der uns dazu veranlasst hat, dieses Mal dem EuGH nicht zu folgen. Und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen. Einmal hatten wir den Eindruck, dass der EuGH eine wirkliche Abgrenzung der Kompetenzen Geldpolitik und Wirtschaftspolitik nicht vorgenommen hatte. Und das fanden wir defizitär. Natürlich ist es unglaublich schwer, Geldpolitik und Wirtschaftspolitik wirklich voneinander zu trennen. Das ist uns auch klar. Wir leben ja nicht im Phantasialand. Aber den Versuch zu machen, zu schauen, das, was den Label Geldpolitik hat, ist das durch die Realität, durch die enormen Summen, die da ausgegeben worden sind, durch die stetige Ausweitung des Programms, ist das in der Realität eigentlich umgeschlagen in Wirtschaftspolitik und greift damit über in den wirtschaftspolitischen Kompetenz- und Spielraum der Mitgliedstaaten. Und wir hatten den Eindruck, dass der EuGH auf diese Frage wenig Mühe verwandt hat, weil er eben sagt, wenn die EZB sagt, das sind geldpolitische Maßnahmen, das sind Maßnahmen, die sie braucht, um das Inflationsziel zu erreichen, das sie sich gesetzt hat, dann ist das im Grunde so. Und das hinterfragen wir nicht großartig. Diese Frage hat ja auch eine demokratische Komponente. Auch wenn manche das nicht gerne hören, im Prinzip, in Artikel 5 des EUV ist das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung verankert. Und die EZB ist zwar unabhängig, was den Bereich der Geldpolitik anbetrifft, das erkennen wir auch an,
aber sie ist nicht demokratisch legitimiert in relativ erheblicher Weise in die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten überzugreifen. Und wenn sie das tut, dann haben wir ein demokratisches Legitimationsproblem. Jedenfalls sehen wir das hier am Bundesverfassungsgericht für Deutschland so, dass das Zustimmungsgesetz zum Lissabon-Vertrag zwar die Unabhängigkeit der EZB im Bereich der Geldpolitik sozusagen abgesegnet hat, aber nicht dafür, dass die EZB doch in nicht unerheblicher Weise in den wirtschaftspolitischen Spielraum der Mitgliedstaaten eingreift. Also dieses Problem haben wir gesehen. Das ist sozusagen dieses Recht auf selbstbestimmte Demokratie, das Recht sozusagen demokratisch solche Handlungen zu legitimieren, was wir eben in Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 ansiedeln. Das Zweite, und das betrifft jetzt eben auch gerade das Urteil des EuGHs, das, was ich schon aufgenommen hatte. Wir sind der Auffassung, dass wenn eine Einrichtung, die gerade weil sie unabhängig ist, ja auch schwach demokratisch rückgebunden und legitimiert ist, dass die dann wenigstens effektiv kontrolliert werden muss. Und diese effektive richterliche Kontrolle haben wir im PSPP-Vorlageurteil vermisst. Ich sagte schon, es ist mehr oder weniger eine Evidenzkontrolle, die durchgeführt wird. Es wird also geprüft, ob die Maßnahmen offensichtlich ungeeignet sind und ob sie erforderlich sind und wenn ja, wie weit. Auch das fanden wir sehr wenig. Und für uns war jetzt eben auch wichtig, dass für die richterliche und die demokratische Kontrolle Transparenz notwendig ist. Also welche Überlegungen hat die EZB angestellt? Hat sie sich mit den realwirtschaftlichen, auch negativen Folgen in den einzelnen Volkswirtschaften mal auseinandergesetzt? Hat sie eine Abwägung vorgenommen? Deutschjuristisch hat sie eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vorgenommen. Das war aus dem, was wir an Unterlagen hatten oder was wir auch dem Sachverhalt im EuGH-Urteil entnommen haben, nicht der Fall. Jedenfalls war das so nicht erkennbar. Und darauf kam es uns an, die EZB dazu anzuhalten, ihre Entscheidungen auch so zu begründen, dass man es in der Öffentlichkeit, nicht in irgendwelchen Zirkeln nur, auch nachvollziehen kann. Und dies alles hat uns dann dazu bewogen, in diesem Fall einmal zu sagen, sorry, hier können wir nicht mehr folgen. Es gab nach dem Urteil viel Kritik. Ich bin mir sicher, Sie und Ihre Kolleginnen haben mit ein wenig Kritik gerechnet bei der Beschlussfassung. Hat Sie die Stärke der Reaktion, die Vehemenz, doch überrascht am Ende? Also da kann ich nicht für die Kolleginnen und Kollegen sprechen, sondern nur für mich. Ja, diese Vehemenz hat mich überrascht. Es ist schon so im Europarecht, dass Sie immer wieder sprechen von diesen zwei Gruppen, auch in der Staatsrechtslehre, in der Wissenschaft, zwischen Europaskeptikern und Europa-affin. Ja? Aber was da zum Teil ich sage mal, direkt nach der Urteilsverkündung rausgehauen worden ist in Verfassungsblogs und Ähnlichem, ohne dass man vielleicht das Urteil wirklich erstmal gründlich gelesen hatte oder vielleicht auch zweimal gelesen hat, ja, so im Grunde bildlich mit Schaum vorm Mund, was da so uns dann entgegengeschleudert wurde, das hat mich persönlich überrascht, zumal ich manche der Kollegen, die sich da in meinen Augen etwas übergriffig geäußert haben, doch auch persönlich kenne und ja, da fand ich das etwas unangemessen hier und da. Aus dieser Gruppe, die Sie europaaffine Wissenschaftler genannt haben, kam oft die Frage, kann denn die europäische Rechtsgemeinschaft überhaupt funktionieren, wenn nationale Gerichte von Urteilen des EuGH abweichen? Was sagen Sie dazu?
Also eins ist mal klar, am besten funktioniert es, wenn einer sagt, wo es längs gehen und alle anderen folgen. Das ist klar. Ja? Insofern, dann haben wir keine Reibungsverluste. Das allerdings setzt in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen voraus, dass wir uns in einem bundesstaatlichen Setting bewegen. Da haben wir ein oberstes Gericht, was den anderen Gerichten sagt, wo es längs geht und dann folgen die. So ist es aber nicht. Wir leben immer noch in der Europäischen Union in einem Staatenverbund. Zwar in einem sehr weitgehend integrierten Staatenverbund, aber in einem Staatenverbund. Und hier haben wir eben sozusagen als Ausprägung des Staatenverbunds diesen Gerichtsverbund. Und dieser Gerichtsverbund funktioniert nicht hierarchisch, sondern er funktioniert, das ist jetzt ein Bild von Frau Jäger, aufgenommen von Andreas Voskuhle, wie ein Mobile. Ja? Und natürlich ist ein Mobile immer besonders nett, wenn die Dinge sich so leicht bewegen, die einzelnen Teile, aber es keine Erschütterungen gibt. Ab und zu gibt es aber mal eine Erschütterung und dann tariert sich das auch wieder aus, dieses Mobile. Ich glaube nicht, dass das gesamte System dadurch in Frage gestellt wird, dass in Ausnahmefällen dem EuGH mal nicht gefolgt wird. Aber natürlich, ich will es nicht kleinreden, es ist für die Frage der Rechtseinheit schwierig. Und deswegen machen wir Sie haben es ja selber gesagt, es war jetzt das erste Mal, obwohl es diese Möglichkeit theoretisch seit Jahrzehnten gab. Also es ist jetzt nicht so, dass wir immer nur da sitzen und uns überlegen, wie können wir dem EuGH jetzt das Leben wieder schwer machen. Diese Option, einen EU-Rechtsakt für Ultravirus zu erklären, steht natürlich allen nationalen Verfassungsgerichten offen. Vertrauen Sie Ihren Pendants in Dänemark, in Österreich, in Italien, dass sie von dieser Möglichkeit verantwortungsvoll Gebrauch machen? Also soweit wir das bis jetzt mitverfolgt haben, haben ja die allermeisten Gerichte verantwortungsvoll von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Gut, die Dänen sind auch einmal nicht gefolgt, da hat sich niemand irgendwie groß aufgeregt. Aber natürlich ist das Bundesverfassungsgericht in diesem Mobile auch ein anderer Player, das ist schon klar. Ja, vertraue ich darauf? Gut, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Und es ist eine begründete Hoffnung, sagen wir mal so. Jedenfalls bei einigen reicht es nicht ganz zum Vertrauen, nicht? Sie werden das vielleicht ja auch noch ansprechen. Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort und eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie haben das wahrscheinlich auch gehört. Im März hatte die polnische Regierung angekündigt, sie werde vor dem polnischen Verfassungsgericht gegen die Rechtsstaatlichkeitsmaßnahmen der EU vorgehen. Und die Präsidentin des dortigen Verfassungsgerichts hat jetzt in Interviews schon durchblicken lassen, man überlege, ähnlich wie das Verfassungsgericht, die Maßnahmen für Ultravirus zu erklären. Ärgert Sie so etwas, dass Ihr Urteil auf diese Weise vielleicht als Blaupause dienen könnte? Ja, ärgern ist das falsche Wort. Ich bedauere das, es war aber erwartbar. Wir haben auch damit gerechnet. Andererseits, und das hat man uns ja auch vorgeworfen, nicht? Ihr macht das jetzt und dann machen alle anderen, was sie wollen. Diese Gefahr haben wir gesehen. Wir waren aber der Auffassung, dass eine Entscheidung, die wir in diesem Fall für richtig gehalten haben, deswegen nicht getroffen werden sollte, weil andere sie missbrauchen können. Das ist kein guter Grund. Wie gesagt, es ist erwartbar, das polnische Verfassungsgericht ist, ja, man kann durchaus Zweifel an seiner Unabhängigkeit hegen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und die Richtung, die das polnische Verfassungsgericht mit einer solchen Entscheidung verfolgen würde, wäre ja, praktisch sich abzuschotten von der Kontrolle des EuGH, was die Rechtsstaatlichkeit und die Justizreform in Polen angeht. Unser Anliegen war ja, und ich hoffe, das ist vorhin deutlich geworden, sozusagen dem EuGH mehr Kontrolle abzuverlangen in bestimmten Bereichen, nicht weniger. Insofern war ja die Zielrichtung, die wir verfolgt haben, eine ganz andere.
Ich glaube auch nicht, dass man dieses Problem Polen, da gehört ja auch Ungarn zu und möglicherweise noch andere Staaten, dass man dieses Problem runterkochen kann auf diese Frage, ja, die folgen jetzt alle und nutzen das für sich aus. Denn das ist ja ein ganz grundlegendes Problem, was wir in der Europäischen Union haben, dass sich einige Staaten verabschieden, und zwar sowohl aus der Rechtsstaatlichkeit als auch aus demokratischen Strukturen. Ich erwähne nur das Wort Meinungs- und Pressefreiheit. Nicht nur die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Gerichte wird in diesen Staaten zurückgefahren, sondern ja auch die ganzen demokratischen Kontrollmaßnahmen oder Kontrollstrukturen, die demokratische Staaten aufgebaut haben. Und ich glaube, ja, es ist auch zu viel verlangt, auch vom EuGH. Der tut das, was er kann, um die Rechtsstaatlichkeit in Polen, Ungarn, anderen Staaten aufrechtzuerhalten, immer wieder anzumahnen. Aber das Problem muss natürlich politisch angegangen werden. Das können nicht die Gerichte lösen. Jetzt wollte ich Ihnen eigentlich an dieser Stelle noch eine Frage zum Hängebeschluss zum Corona-Hilfsfonds aus dem März stellen. Aber die Ereignisse haben sich überschlagen. Heute früh hat der zweite Senat schon über den Eilantrag entschieden. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht gesehen haben, hat den Antrag abgelehnt. Jetzt haben viele erwartet, dass, wenn schon das PSPP-Programm unrechtens ist, dass der Hilfsfonds definitiv mit dem Grundgesetz unvereinbar sein wird. Können Sie uns kurz erläutern, was wurde da heute beschlossen und was bedeutet der Beschluss für Next Generation EU? Also Folgendes, Sie haben ja den Hängebeschluss, den sogenannten Hängebeschluss, das ist ja auch so ein juristischer Ausdruck, erwähnt. Den haben wir erlassen, weil unmittelbar nachdem der Bundesrat am Freitag, den 26. März, zugestimmt hatte, die Möglichkeit bestand, das Gesetz auszufertigen und entsprechend zu notifizieren. Wir hatten Kontakt mit dem Bundespräsidialamt und haben zumindest in diesem Moment keine klare Zusage bekommen, dass man nicht ausfertigen werde. Und in einer solchen Situation muss das Bundesverfassungsgericht, um effektiven Allrechtsschutz gewähren zu können, dann tätig werden. Das ist keinerlei Misstrauen gegen den Bundespräsidenten oder Missachtung des Staatsoberhauptes, wie das hier und da zu hören war, sondern es war einfach eine Notwendigkeit, um uns die nötige, wenn auch sehr kurze Zeit zu ermöglichen, die Sache wenigstens summarisch einmal durchzuprüfen im Eilverfahren. Das haben wir gemacht. Und Sie sehen ja, der Beschluss ist vom 15. April und es lag noch Ostern dazwischen. Vielleicht kann sich der ein oder andere vorstellen, wie das hier so abging, ja, bis wir diesen Beschluss dann verabschieden konnten. Was haben wir jetzt beschlossen? Wir haben mit unserem Beschluss nicht gesagt, legt euch zurück, alles in Ordnung, supidupi, ihr könnt jetzt alles so weitermachen. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben aber gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass hier in die haushaltsrechtliche Gesamtverantwortung des Bundestages eingegriffen wird und damit die Verletzung der Verfassungssouveränität im Raume steht, die ist nicht so hoch, dass wir die Sache jetzt anhalten müssen, um einen Verfassungsidentitätsverstoß zu verhindern. Und deswegen sind wir dann in die dritte Stufe gekommen, also die erste Stufe, weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet. Damit kann man nicht stehen bleiben, wenn ein Verfassungsidentitätsstoß im Raume, Verstoß im Raume bleibt. Deswegen haben wir eine summarische Prüfung in Bezug auf diesen Verfassungsidentitätsverstoß, sprich haushaltsrechtliche Gesamtverantwortung des Bundestages, durchgeführt. Und hier braucht man aber, um eine Sache anzuhalten, eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Verfassungsidentitätsverstoßes. Den haben wir angesichts der Konstruktion, Klammer auf, die nicht ganz leicht zu durchdringen war, Klammer zu, dann aber nicht festgestellt.
Ne? Und dann kommen wir auf der dritten Stufe in die Folgenabwägung. Und da haben wir sehr klar gesagt, dass die Folgen, vor allem aber die politischen Folgen, die wirtschaftspolitischen Folgen, die entstehen würden, wenn wir die Sache jetzt anhalten würden, erheblich größer sind als die Folgen, die es hätte, wenn wir die Sache jetzt erstmal passieren lassen. Möglicherweise hinterher doch einen Verfassungsidentitätsverstoß oder aber einen Ultravirusverstoß feststellen, der, ich möchte es nur mal so ausdrücken, ja nicht völlig ausgeschlossen ist, dass wir dann aber Möglichkeiten haben. Erstens mal müssen wir dem EuGH vorlegen, das würden wir auch wieder tun, denn es geht ja um die Auslegung des Europarechts. Und zweitens, wenn wir dann zu einem wie auch immer gearteten Ergebnis kommen oder der EuGH zu einem wie auch immer gearteten Ergebnis kommt, dass man die Folgen möglicherweise auch eines rechtswidrigen Vorgehens einfangen kann. Und das hat uns dazu bewogen, die Sache jetzt nicht anzuhalten. Ich denke auch, das ist eben unsere Entscheidung, dass die Folgen einfach ja, zu groß gewesen wären. Dass es da große politische und wirtschaftliche Verwerfungen gegeben hätte, die durch die Sachlage, so wie sie sich uns in der vorläufigen Prüfung dargestellt haben, nicht gerechtfertigt gewesen wären. Vielen Dank für diese faszinierenden Einblicke in die Arbeit am Verfassungsgericht, aber auch in die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, Professor König. Dann würde ich vorschlagen, wir eröffnen die Debatte. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ihr könnt uns Fragen stellen oder Kommentare schicken über die Q&A-Funktion, die sich unten befindet. Ich sehe, die ersten Fragen haben uns schon erreicht. Holger Schmieding, Chefvolkswirt Bärenberg, fragt, wie hat sich das Verhältnis zum EuGH entwickelt seit dem Konflikt um die EZB-Anleihenkäufe? Hat es Sie gewundert, dass damals außerhalb des deutschen Sprachraums nur wenige Ökonomen Verständnis für die Argumente des Verfassungsgerichts über die Abgrenzung der Geldpolitik von der Wirtschaftspolitik geäußert haben? Ist nicht der EuGH damals der in der internationalen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur vorherrschenden Meinung zur Geldpolitik gefolgt? Eine lange Frage zu Ihrem zum PSPP-Urteil. Ja, ich meine, da kann man natürlich einmal sagen, dass der EuGH der überwiegenden Auffassung gefolgt ist. Wir hatten auch Sachverständige und haben uns dieser überwiegenden Auffassung so nicht anschließen können. Das alleine, glaube ich, sagt noch nichts über Richtigkeit oder Falschheit einer Entscheidung aus. Im Übrigen ging es uns auch gar nicht so sehr um die Frage, was ist jetzt wirtschaftlich richtig oder nicht? Wir sind Juristen. Also ich meine, wir haben geprüft, bleibt die EZB im Rahmen ihres Mandats? Und haben uns dann eben dafür entschieden, sie ist nicht im Rahmen ihres Mandates geblieben, aber wir haben das entschieden, weil sie keine Verhältnismäßigkeitsprüfung dargelegt hat. Wir haben nicht geprüft, ob das wirtschaftlich richtig oder falsch war. Wir haben auch, ich meine, wenn Sie sich erinnern, wir sind da sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Es ist ja auch behauptet worden, das sei ein Verstoß gegen das Verbot der Staatsfinanzierung. Da haben wir gesagt, das sehen wir nicht. Ja? Also da haben wir der EZB dann ja auch Raum gelassen. Und insofern denke ich, dass unsere Entscheidung vertretbar ist. Dass Ökonomen das anders sehen, okay, granted, Juristen sehen auch vieles unterschiedlich. Und wir stehen natürlich als Juristen auch immer vor dem Problem, wenn wir Sachverständige haben, haben wir auch sehr viele unterschiedliche Auffassungen, die vertreten werden und müssen dann eben schauen, wie wir uns dazu verhalten. Noch kurz zum Verhältnis zum EuGH. Das ist natürlich in Corona-Zeiten leider sehr schwierig. Wir haben den EuGH aber in kleiner Besetzung hier im Oktober in Karlsruhe
eingeladen zu einem Fachgespräch und dieses Fachgespräch ist in einer durchaus konstruktiven und freundlichen Atmosphäre abgelaufen, so dass ich glaube, dass also das Verhältnis zum EuGH jetzt nicht als schlecht bezeichnet werden kann. Aber natürlich hat das Verhältnis zum EuGH schon Dellen erlitten, das denke ich schon. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir jetzt eine Reihe von Folgefragen zur PSPP-Entscheidung. Ich stelle mal oder ich picke mal zwei Fragen raus. Eine ist von Regina Wiegand, die bei uns hier LLM-Studentin ist an der LSI. Sie fragt, für wie wahrscheinlich halten Sie jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen des Urteils? Und vielleicht kann ich da gleich eine Frage von Fabian Heide dranhängen, der ist LSI-Alumnus aus Berlin. Er fragt, ist denn dieses Urteil oder liegt diesem Urteil zugrunde nicht einfach ein unterschiedliches Methodenverständnis im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und muss sich dann das Bundesverfassungsgericht in mehr Bescheidenheit gegenüber anderen europäischen Rechtstraditionen üben? Gut, also was die Wahrscheinlichkeit des Vertragsverletzungsverfahrens angeht, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Ja, das kann ich schwer einschätzen. Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, dass es die Sache weiter eskalieren würde und man sich sehr gut überlegen sollte, ob das wirklich so sinnvoll ist, denn wir sind ein unabhängiges Gericht. Also was es am Ende dann bringt, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Insofern, aber das ist Sache letztlich der Kommission, darüber zu entscheiden. Und das werden wir jetzt abzuwarten haben. Was jetzt die andere Frage angeht, ja, wir gehen mit einer unterschiedlichen Methodik an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz heran. Das muss jetzt aber aus meiner Sicht nicht unbedingt heißen, dass alle es so machen müssen wie der EuGH, sondern dass wir da durchaus auch unsere eigene Methodik zur Anwendung bringen können. Es geht ja auch nicht nur um den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, sondern es ging uns darum, dass irgendwie eine in unseren Augen ernsthafte Abgrenzung der Kompetenzen vorgenommen wird. Und die haben wir hier einfach vermisst. Wir haben es über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gemacht. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, die der EuGH dann anwendet. Aber einfach davon auszugehen, wenn die EZB sagt, das ist Geldpolitik, dann ist es Geldpolitik. Die hat dann wirtschaftliche Auswirkungen, aber das ist dann so. Das war uns einfach ein bisschen wenig. Eine letzte Frage zum EZB-Urteil. Shailene von der Humboldt-Universität möchte wissen, ob das Bundesverfassungsgericht nicht sein eigenes Mandat überschreitet, wenn es sich zum institutionellen Verhältnis zwischen EZB und IUV äußert. Ja, gut, diese Kritik ist natürlich auch nicht neu. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon vor mindestens einem Jahrzehnt, wenn nicht früher, eigentlich ja schon mit dem Maastricht-Vertrag, für eine Ultravirus-Kontrolle entschieden. Und diese Rechtsprechung haben wir fortgeführt. Ich sehe die Problematik dieser Rechtsprechung. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der in meine Habilschrift mal reingesehen hat. Ich war nicht sehr glücklich über die Art und Weise, wie der Artikel 38.1.1 ausgelegt worden ist damals. Aber das ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die sich über diese Zeit jetzt, über diese Jahrzehnte entwickelt hat. Und das Bundesverfassungsgericht nimmt eben aus Gründen der demokratischen Legitimation auch eine Ultravirus-Kontrolle vor.
Wir halten das von unserer Grundprämisse aus, dass letztlich die Mitgliedstaaten die Herren der Verträge sind und dass das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung in den EU-Verträgen festgeschrieben wird. Von dieser Grundposition aus halten wir uns für dazu ermächtigt. Also es liegt im Rahmen unseres Mandates, aber die Kritik kenne ich und ja, darüber kann man natürlich streiten. Eva Weidinger aus Stuttgart hat eine Frage zum heutigen Beschluss. Was passiert, wenn die Verfassungsbeschwerde später Erfolg hat? Müssen dann die Hilfsgelder zurückbezahlt werden? Also das vermag ich jetzt im Augenblick noch nicht zu sagen. Das weiß ich schlicht nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen, ob die Hilfsgelder wirklich zurückgezahlt werden müssen, ob man andere Wege findet. Das weiß ich noch nicht. Es ist ja auch noch nicht gesagt, wie dieses Verfahren ausgehen wird. Die Spannung bleibt aufrechterhalten. Clara Lamberts, die in der German Society aktiv ist und bei uns in der LSI studiert, fragt, beziehungsweise merkt an, dass man in den USA eine starke Politisierung und Polarisierung des Supreme Courts sieht in letzter Zeit. Es gibt Entscheidungen, die oft auf ideologischen Differenzen basieren, die ideologisch gespalten sind. Genauso im Ernennungsprozess sieht man diese Konflikte. Sehen Sie ähnliche potenzielle Probleme in Deutschland durch Ernennung im Bundestag und Bundesrat in Zukunft? Ist das etwas, was auf uns zukommt? Also ich sage mal so, ich sehe das nicht im Augenblick. Man kann es aber auch nicht ganz ausschließen, denn zumindest das Verfahren im Bundestag ist ja stärker politisiert worden, dadurch, dass jetzt das Plenum entscheidet. Das ist eine stärkere demokratische Legitimierung auf der einen Seite. Sie könnte möglicherweise erkauft werden durch eine stärkere Politisierung des Auswahlprozesses. Und die Politik hat sich dafür entschieden, ich glaube, das ist auch richtig, sozusagen dieses Risiko einzugehen, der stärkeren Legitimierung wegen. Und es hat ja auch viel Kritik gegeben an der Auswahl, gerade im Bundestag. Dann kommt hinzu, dass in den USA die einzelnen Kandidaten ja quasi komplett auseinandergenommen werden in diesen Anhörungsverfahren. Das ist hier ja nicht so und ich gehe auch mal davon aus, dass das hier nicht eingeführt wird, weil das in der Tat zu einer sehr starken Politisierung führt. Und dann kommt, glaube ich, auch noch hinzu, dass wir ja durch die Art, wie die Vorschläge gemacht werden, im Grunde das gesamte gesellschaftspolitische Spektrum mit einbeziehen. Sodass also diese enorme Polarisierung, wie wir sie in den USA haben, zwischen den Konservativen und den sogenannten Progressiven, so stark sich hier nicht abbildet. Aber natürlich gibt es eben unterschiedliche Vorverständnisse, unterschiedliche Strömungen in den Senaten und das muss austariert werden. Und manchmal muss ich auch ein wenig schmunzeln, wenn ich so in Urteilsbesprechungen lese, ja, und da sei das jetzt so wischiwaschi ausgedrückt und das sei nicht total folgerichtig und so weiter. Wir sind 8 Leute und wir müssen Kompromisse finden. Und Kompromisse müssen wir auch manchmal in Formulierungen finden. Ja, wir stimmen über einzelne Formulierungen teilweise ab. Wir bemühen uns sozusagen, alle unter einen Hut zu bekommen, soweit die Chance besteht. Ja? Und deswegen ist es auch völlig klar, dass manche Formulierungen nicht glasklar sind. Sie können es auch nicht sein. Ja? Und das ist dann wieder eine Frage der Auslegung. Wir bemühen uns auch teilweise eben Dinge dann sozusagen Dingen in der Zukunft wieder Raum zu lassen, unseren Nachfolgerinnen und Nachfolgern Raum zu lassen, gerade wenn es Sachen sind, die sehr strittig sind. Also insofern,
Aber ich glaube nicht, um darauf zurückzukommen, dass wir eine dermaßen Politisierung wie beim Supreme Court erleben werden. Im Übrigen glaube ich auch, dass es dem Supreme Court nicht gut tut und es würde uns genauso wenig gut tun. Wir haben ein paar Mal über Artikel 38 des Grundgesetzes gesprochen und über das Demokratieprinzip generell. Jetzt gibt es zwei Fragen dazu im Chatroom. Eines von David Rohm. Er fragt, wie demokratisch ist die EU? Ist das Europaparlament eine Legislative, die ihren Namen verdient? Und sehr ähnlich oder damit verbunden fragt Norbert Reis, glauben Sie, es gibt einen demokratischen Konsens für weitere Schritte zur europäischen Integration? Oh, das sind auch nicht so ganz einfache Fragen, aber das ist ja auch klar. Ja, wie demokratisch ist die Europäische Union? Auch darüber gibt es natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich halte, Klammer auf, das wird nicht von allen hier geteilt, Klammer zu, das Europäische Parlament durchaus für eine ernstzunehmende und richtige Legislative. Die Tatsache, dass das Parlament kein Initiativrecht hat, halte ich nicht für durchschlagend. Im Übrigen kann ja das Parlament sozusagen an die Kommission herantreten, um Initiativen auf den Weg zu bringen. Das Hauptargument ist natürlich die Art der Wahl, dass nicht jede Stimme das gleiche Stimmengewicht hat. Das allerdings, und das würde ich jetzt als Völkerrechtlerin sagen, das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass die EU eben noch kein Bundesstaat ist, sondern eben im Grunde ja nach wie vor völkerrechtliche Wurzeln hat und ihre Staaten, ihre Mitgliedstaaten unter einen Hut bringen muss. Und wenn wir gleiches Stimmgewicht einführen würden, dann wären die kleinen Mitgliedstaaten sozusagen ohne großartige Repräsentation, was natürlich nicht geht. Nicht? Insofern sind das für mich Punkte, die nicht dafür sprechen, dass das Europäische Parlament keine echte Legislative ist. Ich weiß, dass die beiden Urteile, vor allen Dingen das letzte zur Sperrklausel in der Europäischen Union, sehr kritisiert worden sind. Und ja, sage ich mal, das kann ich durchaus verstehen. So, das Zweite jetzt, politischer Konsens für einen stärkeren Integrationsprozess. Schwer zu sagen, sehr schwer zu sagen. Meine Beobachtung, und das beobachte ich nicht ohne Sorge, ist eigentlich eher eine zunehmende Skepsis gegenüber der Europäischen Union. Auch gerade jetzt, wir haben es ja, glaube ich, heute war es gerade in der Frankfurter Allgemeinen, ich habe es allerdings nur ganz kurz überflogen, dass also viele Leute wegen dieses, ich würde mal sagen, suboptimalen Impfbestellungsverhaltens der EU da nicht so den Segen drin gesehen haben, dass man das gemeinsam gemacht hat. Und es gibt, ja, es gibt doch viele Klagen darüber, wie die Europäische Union so in der letzten Zeit agiert hat. Und dann, und das darf man auch nicht vergessen, gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in einer ganzen Reihe anderer Mitgliedstaaten schon Parteien, die aus der Union raus wollen oder jedenfalls also immer europaskeptischer werden. Diese Parteien haben noch keine Mehrheiten. Aber das muss nicht immer so bleiben. Ich weiß es nicht. Also ich sehe im Augenblick jedenfalls nicht wirklich ein Zeitgeist, der sozusagen eine Erweiterung des Integrationsprozesses wirklich stark tragen würde. Das mag man bedauern, aber ich sehe es im Moment nicht ganz. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir alle dazu beitragen müssen, uns solchen Strömungen entgegenzustellen und sozusagen das einmal zu bewahren, was wir jetzt haben, damit das nicht irgendwie den Bach runtergeht.
Vanessa Voss, eine unserer Studentinnen aus der LSI, möchte Folgendes wissen. Gibt es eine Lücke zwischen der Selbstwahrnehmung der EU als Verfassungsgemeinschaft und ihren tatsächlichen vertraglichen Kompetenzen? Anders gefragt, kann das Prinzip des konstitutionellen Pluralismus in der EU für die EU funktionieren? Gott, ja, das ist ja nun eine sehr theoretische Frage in meinen Augen. Ob dieses Konzept nun funktionieren kann oder nicht, ehrlich gesagt, das kann ich jetzt so aus der Hüfte nicht beantworten. Ich glaube schon, dass ein gewisses Problem oder auch ein Dilemma darin liegt, dass wir einerseits die EU-Verträge als Verfassung begreifen, andererseits aber natürlich nicht an der Tatsache vorbeikommen, dass eben sozusagen diejenigen, die die EU ausmachen, eben die Mitgliedstaaten sind und ihre Bevölkerung und dass diese Bevölkerung eben auch die Übertragung von Hoheitsrechten oder Kompetenzen, besser gesagt die Einräumung von Kompetenzen der Europäischen Union demokratisch absegnen und auch absegnen müssen. Und dass deswegen vielleicht anders als in Staaten, wo man eine Verfassung ausweiten kann, ändern kann, ist das in der EU eben nicht so einfach möglich, weil ich alle wieder mitnehmen muss. Im Übrigen ist das auch ein Problem, was das Agieren der EU ein Stück weit in meinen Augen erklärt. Dieses Kompromissbündel, das, was wir jetzt mit Lissabon erreicht haben, wieder aufzuschnüren und ein großes Vertragsänderungsverfahren zu machen, das ist, glaube ich, in der augenblicklichen politischen Situation schlicht nicht möglich. Das wissen auch alle. Und deswegen versucht man, das, was man hat, sozusagen so auszulegen, dass man das, was man machen will, irgendwie da unterbringen kann. Und das ist nicht ganz einfach. Uns läuft leider die Zeit davon, aber für eine Frage haben wir noch Zeit und ich verbinde mal zwei Fragen. Die erste kommt von Richard Hess von der Bucerius Law School in Hamburg, was auch ein schönes Ende vielleicht ist dieser Veranstaltung. Er fragt, wie sehen Sie die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen der Kontrolle der Politik zur Pandemiebekämpfung? Aktuell finden bekannterweise Grundrechtsbeschränkungen in selten dagewesenen Maße statt. Statt Äußerungen des Verfassungsgerichts zu Verhältnismäßigkeitsaspekten sind es nicht desto trotz überraschend selten. Und Simon Tann hat auch eine Frage zur Corona-Lage. Sind Sie als Verfassungsrichterin, aber auch als Bürgerin manchmal selbst etwas betrübt, wie stark derzeit manche Grundrechte im Vergleich zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt werden? Ja, also warum hört man von uns nicht so viel, wie man vielleicht glaubt, hören zu müssen? Das liegt einfach daran, dass die Verfahren, die bei uns bisher angelandet sind, ganz häufig Verfahren waren, die den Rechtsweg nicht beschritten haben. Die gesagt haben, gehen wir doch lieber gleich zum Bundesverfassungsgericht und beschweren uns da, sodass also viele Verfahren daran schon gescheitert sind. Dann gab es Eilverfahren und in Eilverfahren ist summarisch geprüft worden. In den allermeisten Eilverfahren ist aber ein Verfassungsbruch schon durch den Vortrag der Beschwerdeführer nicht hinreichend substanziiert dargelegt worden. Und in einem Eilverfahren prüft man eben erstmal vorläufig, sprich Eigenmittelbeschluss, Ratifizierungsgesetz, habe ich ja gerade erklärt. Und auch deswegen sind viele einstweilige Anordnungen, die hier beantragt worden sind, nicht erlassen worden. Ich glaube, und das ist nun mal einfach eine Folge dessen, dass der Rechtsweg erst einmal beschritten werden muss, bevor man zu uns kommen kann, dass wir mit den Hauptverfahren, also mit den Verfassungsbeschwerden, die dann eingelegt werden, in 2 Jahren beschäftigt sind, wenn die Pandemie hoffentlich schon vorbei ist und alle sagen, oh, kalter Kaffee. Ja? Aber das ist einfach eine Folge der Struktur von Rechtsschutz vor dem Bundesverfassungsgericht. Also ich würde sagen, das erklärt vieles.
Mal schauen, wie es jetzt aussieht mit den angekündigten Verfassungsbeschwerden gegen die Neuerungen im Infektionsschutzgesetz. Wenn man dort durch die Regelungen selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen ist, kann man sich ja auch schon gegen die gesetzlichen Vorschriften wenden. Dann kann es relativ schnell gehen. Aber das müssen wir jetzt abwarten. Und das andere war jetzt, können Sie mir da nochmal helfen? Jetzt so, mit dem Datenschutz, ja? Ja. Ja. Gott, ja, ob ich nun betrübt bin oder nicht betrübt bin, ich persönlich bin dann eher betrübt über den Eingriff in andere Grundrechte. Also ja, ja, ich weiß nicht. Das ist eine Frage der persönlichen Einschätzung, weniger der einer objektiven rechtlichen Würdigung. Leider sind wir schon am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Professor König. Es war ein großes Privileg, Sie heute hier, leider nur virtuell, aber trotzdem an der LSI begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffen auf viele weitere spannende Entscheidungen des Zweiten Senats. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben und vor allem an die German Society, die die Diskussion organisiert hat. Clara, haben wir noch etwas, was wir sagen möchten? Nein, ich möchte mich auch noch nur noch mal bei dir, Jan, bedanken dafür, dass du das heute Abend moderiert hast. Und es hat wirklich allen wunderbar Spaß gemacht und es war eine sehr spannende Veranstaltung. Vielen Dank. Super. Tschüss. Ja, tschüss nach London.